Hey Arfa, it's Richard und es ist bereits die zweite Woche, in der ich jetzt anfange abzunehmen. Ich habe mich heute McFit mal wieder gemessen und hatte schon wieder nur 83,9 Kilo. Was heißt, dass ich schon wieder 1,1 Kilo abgenommen habe in der ersten Woche. Und das finde ich jetzt gerade so ein richtig guter Wert eigentlich, wenn man am Anfang der Saison mal relativ schnell Gewicht verliert, weil davor natürlich auch viel Wasser ist. Und das zeigt mir einfach, dass es vorangeht, dass es alles anschlägt, was ich jetzt ausprobiert habe, aber trotzdem noch nicht zu viel ist, heißt, dass ich noch nicht zu wenig esse, was auf jeden Fall auch sehr gut ist. Denn wie ich es letzte Woche schon angesprochen habe, ist zu wenig Essen auch ganz, ganz fatal und ein ganz großer Fehler, den ich super viele Leute machen sehe. Die denken sich dann einfach so, ich will abnehmen. Um abzunehmen, muss ich weniger essen und denken sich dann so, jawohl, viel hilft viel oder in dem Fall wenig hilft viel und essen dann einfach gar nichts mehr oder nur noch einen Apfel oder nur noch Salat. Und das hat erstens zur Folge, dass sich der Körper richtig schnell an diesen niedrigen Kalorienaufnahmewert gewöhnt und dann relativ schnell schon keine Resultate mehr zeigt. Und was dann natürlich noch ganz klar dazu kommt, ist, dass der Körper sozusagen einschläft. Der ganze Metabolismus schläft quasi ein. Und dann ist man super schlapp die ganze Zeit, hat gar keine Energie, irgendwas zu machen, weil der Körper einfach in diesem Energiesparmodus ist und sich quasi wirklich denkt, scheiße, ich bin hier am Verhungern, ich muss Energie einsparen, wo es nur geht. Und sobald ihr dann natürlich das nächste Mal dann wieder esst, weil die meisten machen das ja nur so, oh, ich esse jetzt mal 3 Tage nichts, weil ich in irgendein Kleid passen muss oder so. Und sobald ihr dann wieder was esst, denkt sich der Körper so, oh mein Gott, geil, wieder essen, ich speichere das jetzt sofort alles auf. Weil er natürlich wie immer noch Angst hat, dass er am Verhungern ist. Und dadurch nehmt ihr dann im Endeffekt sogar noch mehr zu, als wenn ihr einfach nur ganz normal die ganze Zeit gegessen hättet. Drum, wie schon gesagt, immer ganz langsam mit den Kalorien runtergehen, falls ihr abnehmen wollt und auf gar keinen Fall zu wenig essen. Des Weiteren war ich heute natürlich auch wieder im Gym, um mich zu wiegen und natürlich auch mal ein Workout zu machen. Und was mir da aufgefallen ist, dass sich meine Gewichte im Gym quasi noch gar nicht verändert haben. Heißt, ich bin immer noch quasi gleich stark, als ich in meiner Massephase war, was mich fast ein bisschen verwundert hat. Weil normalerweise merke ich das immer relativ schnell, wenn ich mit den Kalorien runtergehe und nicht mehr in diesem Überschuss bin, dass mein Körper sagt, okay, jetzt kann ich auch leider nicht mehr Vollgas geben und dann einfach die Power runterfährt und ich dann am Anfang meistens 5 oder 10% direkt mal einbreche, was meine Kraft angeht. Das war dieses Mal irgendwie nicht der Fall, wird mit Sicherheit noch kommen, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und wollte ich auch auf jeden Fall auch hier mitteilen. Und noch eine weitere organisatorische Sache: Ich habe meine Videos hier immer am Mittwoch hochgeladen, weil es einfach im letzten Semester ein super toller Tag für mich war. Ich hatte Mittwochs immer frei, heißt, ich hatte viel Zeit, um die Videos aufzunehmen, mich darauf vorzubereiten und auch die zu schneiden und dann hochzuladen. Was dieses Semester leider nicht der Fall ist: Ich habe zwar nur noch 3 Tage die Woche Uni. Die sind dafür aber super vollgepackt von morgens um 8 bis abends 16, 18 Uhr irgendwie. Und darum muss ich jetzt mal schauen, wie ich das in Zukunft mache. Ob ich dann vielleicht das einfach an einem anderen Tag hochlade, da es ja irgendwie der Masse Mittwoch war. Vielleicht gibt es jetzt den Shred Samstag oder Sonntag oder was auch immer. Vielleicht habe ich auch noch irgendeinen anderen Tag, an dem ich einfach viel Zeit habe. Aber das wird sich auf jeden Fall in der Zukunft herausstellen. Ich mache es auf jeden Fall mal noch ein bisschen weiter so und gucke, wie ich es hinkriege. Aber nicht wundern, falls dann irgendwann mal ein Video an einem Montag oder an einem Samstag kommt. Nicht, dass ihr verwirrt seid. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich letztes Mal gar nicht so richtig erwähnt habe, ist, dass ich super viel trinke, wenn ich anfange abzunehmen. Also es ist ja generell schon super wichtig, immer viel zu trinken. Gerade jetzt, wenn es draußen wieder heißer wird und man viel am Schwitzen ist, einfach viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Denn gerade auch, wenn man abnimmt, ist es nochmal wichtiger, viel zu trinken. Da sich viele Giftstoffe, die sich in unserem Körper befinden, in unseren Fettspeichern befinden. Und wenn wir natürlich dann abnehmen und das Fett verlieren, dann müssen die ja wieder irgendwie raus. Und dafür dient einfach dieses Urinsystem super. Drum einfach viel trinken, damit ihr diese ganzen Giftstoffe einfach abliefern könnt. Für mich ist persönlich wichtig, dass ich morgens direkt nach dem Aufstehen richtig viel trinke. Ich trinke dann aber erstmal direkt einen halben Liter oder so, weil man natürlich über die ganze Nacht quasi ein bisschen dehydriert hat. Man hat 8 Stunden oder je nachdem, wie lange du schläfst, nichts getrunken. Nachts arbeiten natürlich auch die ganzen Organe extrem viel, die ganze Leber und Niere. Und dass das morgens dann einfach alles rausgespült wird und man direkt das ganze Zeug los wird. Ein weiterer Punkt, den ich vergessen habe, letztes Mal zu erwähnen, als ich meine ganzen Abnehmmethoden aufgezählt habe, ist, dass ich in der ganzen Zeit natürlich keinen Alkohol trinke. Und das ist natürlich ein richtig großer Punkt, da jeder weiß, Alkohol hat richtig viele Kalorien.
Und noch dazu kommt, dass quasi, wenn dein Körper damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen, hat er auch quasi, dann ist der voll in Alarmbereitschaft und kümmert sich quasi nur untergeordnet um die ganzen anderen Sachen, heißt wie Muskelaufbau oder Fettabbau. Und ich habe das einfach irgendwie vergessen, weil es schon so normal für mich geworden ist, dass ich keinen Alkohol trinke, da denke ich schon gar nicht mehr drüber nach. Aber da die meisten von euch natürlich hin und wieder mal ein bisschen Alkohol trinken, einfach nur damit ihr wisst, ich trinke die ganze Zeit keinen Alkohol und wenn ihr richtig effektiv abnehmen wollt, dann empfehle ich das natürlich jedem, keinen Alkohol zu trinken. Ich weiß natürlich auch, dass es richtig schön ist, mal an einem schönen Sommertag einfach abends mal ein Glas Wein oder ein Bier zu trinken. Also wenn ihr trotzdem abnehmen wollt, vielleicht einfach ein bisschen weniger zu trinken, ne? Nicht mehr ganz so oft und nicht mehr ganz so viel. Aber einfach damit ihr Bescheid wisst, dass ich das auf jeden Fall nicht mache. Und meine Uni hat wieder angefangen. Ich habe super Bock, wieder in die Universität zu gehen. Ich habe super coole Fächer dieses Semester. Bin da richtig gehypt dafür. Gerade zum Beispiel Investition und Finanzierung ist, was ich dieses Jahr habe. Und da freue ich mich super drauf. Und die Sonne kommt wieder raus und ist jeden Tag super geiles Wetter. Ich bin einfach gerade mega gut drauf. Ich freue mich richtig auf alles, was noch kommt. Ich freue mich richtig, dass ihr meine Videos anguckt und mich da verfolgt auf meinem Weg. Und wollte deswegen einfach nochmal Danke sagen. Das war's auch schon von dieser Woche. Wie gesagt, 1,1 Kilo abgenommen. Bin sehr zufrieden mit der ersten Woche. Ich hoffe, es geht so weiter. Und wie immer sehen wir uns in der nächsten Woche. Peace.